Herr Abgeordneter Elmar Mayer. Herr Präsident, Frau Ministerin, Frau Staatssekretärin, Herr Staatssekretär, werte Kolleginnen und Kollegen. Was am meisten überrascht ist bei der Diskussion, die wir heute haben, auch ich möchte mich dem Dank anschließen der Frau Ministerin und unserer Bildungssprecherin an die Grünen, heute noch einmal dieses wichtige und aktuelle Thema auf die Tagesordnung zu nehmen. Und ich meine, es hat auch die Unterschiede klar herausgearbeitet, wo man einen Hebel ansetzen kann, wo was geschieht, was getan wird, was alles eigentlich auch in der Vorbereitung ist. Was mich am meisten ärgert, ist, dass die bisherigen Ergebnisse im Bildungssystem am meisten kritisieren, am wenigsten auch irgendwelche Reformen zulassen wollen. Da muss alles so bleiben. Man kritisiert das System, man kritisiert die Ergebnisse, aber wenn man dann sagt, und das wären die Möglichkeiten, unterstützt von einer breiten Öffentlichkeit, unterstützt von wirklich fundierten Ergebnissen in der Wissenschaft, von Praktikern, von Eltern, von Studien, die wir gehört haben, und dann zu sagen, es darf aber keine Reform sein, muss alles so bleiben, wie es ist, aber was herauskommt, ist uns zu wenig. Das ist die Unehrlichkeit, die ich besonders Ihnen von der Blauen Fraktion vorwerfen muss. Sie kritisieren alles und jeder Vorschlag, der gemacht wird, wird von vornherein schlecht geredet. Das ist das, was ich Ihnen vorwerfen muss. Der zweite Bereich ist der Bereich Schulautonomie. Auch wir sind, und ich weiß, dass die Ministerin sehr engagiert dafür kämpft, dass es uns gelingt, den Schulstandort aufzuwerten. Wer dann, wenn nicht der Schulstandort selber, wer dann kann entscheiden, wie ich am besten die Mittagsbetreuung, die Ganztagsbetreuung mache, wie ich am besten die Kinder, die ich habe, in meiner Gemeinde integrieren kann. Die wissen, wie kann ich am besten auch Schwächere fördern, wie kann ich am besten Vereine bei einer Ganztagsbetreuung einbinden. Das kann der Schulstandort. Und für mich ganz wichtig ist ein Satz, das vergiss nicht mal, ich glaube, es war eine Kollegin der ÖVP, die den ersten Satz gesagt hat, als wir einen Verfassungsunterausschuss hatten zum Thema Schulreform, wo IHS und Rechnungshof und alle mit dabei waren, und eine Kollegin von der ÖVP hat gefragt, Sie, Herr Präsident Moser, sagen Sie mir mal, wie viele Lehrer sind an unseren Schulen und stehen aber nicht in einer Klasse, unterrichten nicht? Die Antwort war einhellig von allen Kontrollbehörden, von allen, die da waren, das wissen wir nicht, weil es uns die Länder nicht sagen. Und das ist aber ein wesentlicher Punkt in jedem Bereich der Schulreform. Es darf nicht mehr sein, dass der zahlt, nicht mehr anschaffen kann, dass der zahlt, nicht mehr weiß, wo die Leute, die er zahlt, auch tatsächlich beschäftigt sind. Und das ist eine wichtige und zentrale Forderung im Bereich dieser Schulautonomie. Und nicht zuletzt sind wichtige Sätze von allen erfreulicherweise gesagt worden, wichtige Sätze von allen gesagt worden, dass man die Schule steht und fällt mit dem Lehrer, mit der Lehrerpersönlichkeit. Das ist außer Streit. Und das ist eines der wichtigen Reformmaßnahmen, der Kollege Töchterl hat es noch einmal unterstrichen, die man gesetzt hat, ist die neue Pädagoginnenausbildung für alle Bereiche, auch im Bereich der Frühpädagogik, Sonderpädagogik, bis hinaus zu den AHS und Oberstufen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, hier ein neues, wirklich, und da habe ich selber schon referieren dürfen für andere Länder, was haben wir hier auf die Beine gestellt, der neuen Pädagogikreform. Und auch das Dienstrecht. Derzeit habe ich sehr viele Anfragen und sehr viele Fragen, ja, wie können wir ins neue Dienstrecht, das so breit kritisiert wurde von allen und verteufelt wurde, wie könnte ich in dieses Dienstrecht switchen? Ich möchte das neue Dienstrecht. Tagtäglich bekomme ich, nehme an, dass das auch vielen von euch so gern, bekommen wir Mails, ich möchte in dieses neue Dienstrecht, warum kann ich das nicht? Das sind ganz, ganz wichtige Bereiche aus unserer Sicht, die wir vorangehen sollten, denn tatsächlich liegt die Zukunft unserer Kinder in den Händen der Lehrer und ist bis auf wenige Ausnahmen, ein Schimpfwort wurde schon bezeichnet, die Wanderpokale, bis auf wenige Ausnahmen wird hier tatsächlich beste pädagogische Arbeit geleistet. Und zum Schluss sei mir noch ein Satz gewährt, weil hier sehr viel auch Kommunalpolitisches gesagt wurde. Ich bin mit Stolz Vorarlberger und würde nichts über mein Heimatland kommen lassen. Aber ich sage Ihnen, ich bin genauso stolz auf unsere Bundeshauptstadt. Ich führe nicht nur Schüler und Erwachsenengruppen durchs Parlament, sondern auch durch die Stadt Wien.
Und ich habe keinen auch so kritisch über die von der Weine, Wasserkopf und viele andere Dinge verwenden. Ich habe noch keinen gefunden, der nur ein schlechtes Wort über diese Stadt gefunden hätte. Und genauso geht es mir dann, wenn ich zum Beispiel suche, in meinem eigenen Heimatbundesland zum Beispiel ganztägige Betreuungsformen, da kann ich mit dem Zirkelang Kreis machen. Über 10 Kilometer ist fast ein Bezirk bei uns draußen. Ich finde für Eltern, die das wollen, keine ganztägige Betreuung. Ich finde sie nicht, weil sie berufstätig, entweder alleinstehend berufstätig sein müssen und sie finden keine Ganztagsbetreuung. Und dieser Kampf der Ministerin zu unterstützen, dass tatsächlich alle, die es brauchen und die es benötigen, eine solche Förderung bekommen, glaube ich, das wäre es wert, ohne das schlecht zu machen. Man will von Kind, von Wiege bis alles soll der Staat regeln. Das will niemand. Aber wir möchten allen Kindern die Chance geben, die sie haben. Nämlich, dass jedes Kind seine Chance wahrnehmen kann. Und diese Maßnahmen, die die Regierung bis jetzt gesetzt haben, die auch in Planung sind, dienen alle ausschließlich dazu, nachhaltig das Bildungssystem zu verbessern. Und ein letztes noch zum Schluss, auch das sei einigen Stammbuch geschrieben, da möchte ich zitieren, weil ich mir gesagt habe, das Beispiel, die Bildung ist ein riesiger Dampfer und bis man die Auswirkungen einer Bildungsreform erkennen kann, dauert das seine Zeit. Und zum Schluss vielleicht ein Zitat von der Bildungspsychologin Christiane Spiel, die, glaube ich, in unserem Kreis außer Streit steht. Ein Hauptproblem in der Bildungspolitik ist, dass man Erfolge von Reformen erst sehr spät einfahren kann. Und das wird auch bei diesen Maßnahmen wie neue Matura, Oberstufenreform, Bildungsreform insgesamt, das wird auch dort so sein. Und daher bitte ich alle, auch diejenigen, die laufend kritisieren Ergebnisse, stimmen Sie endlich zu, dass Reformen möglich sind. Dankeschön.